unterwegs mit deutschen Königinnen. 261 von ihnen. Ich bin die 22. deutsche Edelsteinkönigin, die Brunnenprinzessin, die Heidekartoffelkönigin, das Friedeburger Burgfräulein, die Hagener Kirschkönigin. Ich bin dabei auf dem Deutschen Königinnentag. Test. Wo sich junge Frauen treffen, die Werbung für ihre Heimat machen. Ich frage mich, warum macht man das? Werbegesicht sein für Wein, Kartoffeln oder Kohl? Und das alles ehrenamtlich. Es wird sich auch mal so ein bisschen lustig gemacht über uns. Ja. Aber eigentlich ist es eine total coole Sache und ich lebe total dafür. Ein Wochenende lang begleite ich Caro, die Mostkönigin von Rottal. Und erlebe hautnah, wie junge Menschen ihre Herkunft aus der Provinz feiern. Trotz schwieriger Typen und solcher Sprüche. Erscheinen Sie einfach im Bikini oder im String. Deutschland ist ja eine Demokratie, aber es gibt hunderte Königinnen im Land. Es gibt Weinköniginnen, Hopfenköniginnen, Traubenblütenköniginnen. Und also in meinem Leben spielen die ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle. Ich weiß weder, was die so machen, noch warum es sie eigentlich gibt. Und dieses Wochenende ist ein guter Moment, diese Fragen zu beantworten, denn in Oberbayern findet das größte deutsche Königinnentreffen statt. Und da fahre ich hin. Mit Caro, einer Königin aus Niederbayern, wo ich übrigens noch nie war. Wir treffen uns an einem Freitagmorgen bei ihr zu Hause. Morgen. Servus. Hi. Freut mich. Das ist Guan, die Kamerafrau. Versteht ihr mein Dialekt oder so? Klar. Caro wohnt zusammen mit ihrem Freund. Sie arbeitet als IT-Systembetreuerin und seit 3 Jahren ist sie nebenbei auch die Mostkönigin von Rottal am Inn. Das ist ein Kalender mit bayerischen Königinnen, oder? Genau, bayerische Produktköniginnen. Mhm. Den haben wir gemacht gehabt für die Sternstunden. Der Erlös ist dann komplett gespendet worden. Wie viele Wochenenden im Monat bist du denn im Dienst des Mostes unterwegs? Man kann es schwer sagen, weil das erste halbe Jahr waren schon, glaube ich, so 20 Auftritte. Dann war ja Corona, dann war ja fast gar nichts mehr. Seit März ist sie fast jedes Wochenende auf einem Termin. Plus Mails, Telefonate, Social Media. Für ihre Leidenschaft, die Berge, bleibt kaum Zeit. Finde ich schon mal ziemlich krass. Immerhin arbeitet sie unter der Woche in Vollzeit. Heute packt sie für 3 Tage am Stück. 3 Dirndl, die Schärpe und natürlich die Mostkrone. Ah ja, okay. Schön, super. Hier. Bitte schön. Dann, viel Spaß. Dankeschön. Lass mal was für die Hand. Das Königinnentreffen findet am Chiemsee statt, knapp 1,5 Stunden entfernt. Caro fährt oft alleine zu Events. Du investierst ja wahnsinnig viel von deiner Freizeit in dieses Ehrenamt. Warum eigentlich? Ich würde sagen, aus Leidenschaft und weil es halt einfach auch Spaß macht, einfach zu übermitteln, welche Produkte, dass man mir im Landkreis auch haben. Gerade so die Direktvermarktung ist mir persönlich auch sehr wichtig. Oder auch der Kurbetrieb in Bad Birnbach mit dem Tourismus, weil es bei uns wirklich schöne Flecken gibt. Also du, wie so eine Botschafterin. Genau, wir sind alles Produkt- bzw. Markenbotschafterinnen. Sie erzählt mir, dass sie von einer Jury in ihr Amt gewählt wurde. Darin saßen 4 Männer und nur eine Frau. Ein bisschen altmodisch, finde ich. Wie das ganze Konzept. Junge Frauen, die Werbung machen für die Erzeugnisse oder Attraktionen ihrer Heimatregion, nennt man übrigens Produktköniginnen. Die Idee stammt aus den USA. Im Hotel beginnt Caros Verwandlung. Erster Schritt, Flechtfrisur. Mit der Christina habe ich vorhin schon geredet. Mit der rief mich dann, okay, den nehmen wir nochmal her, der ist Christi. Hast du als Kind schon Trachten getragen? Bei der Kommunion von meiner Schwester habe ich so ein Trachtenkleid angehabt, mit so riesen Puffärmel. Habe ich schrecklich gefunden. Aber mittlerweile trage ich Tracht richtig gern. Wann hat sich das geändert? So mit 14, 15, wo man dann auch wieder mehr ans Volksfest dann gegangen ist. Vor allem dann mit 16, wenn man dann auch ins Bierzelt darf. Da hat sich das dann alles wieder ein bisschen gewendet. Produktköniginnen sind übrigens kein bayerisches Phänomen. Es gibt sie in ganz Deutschland. Die Amtszeit beträgt 1 bis 3 Jahre und ist bis auf Reisekosten unbezahlt.
Fest. Schärpe um und dann ist sie fertig. Schon auf dem Weg nach unten kommen uns andere Hoheiten entgegen. Hi. Servus. Servus. Weihnachtsbaumkönigin. In der Lobby warten dann alle auf den Bus. Ist bei Göttegatte nicht dabei? Nein, der hat noch Schicht. Und dann geht's los zum Königinnentreffen. Am Bus lernt Caro die bayerische Mehlkönigin kennen, Anna. Sie ist ausgebildete Müllerin, also eine echte Expertin. Du bist die Rotteler Mostkönigin. Nicht schlecht. Nicht schlecht gibt es dann immer was zum Trinken. Ja, genau. Bei mir gibt es dafür immer einen Kuchen oder so. Sie hat sich auch nicht schlecht an. Ein bisschen verkrampft wirkt das auf mich noch, aber das wird sich noch ändern. Jetzt bringen Busse die Hoheiten erstmal zum Chiemsee. Jeder Teilnehmer dieses Königinnentreffens bekommt so eine Tüte. Und da ist eine Broschüre über das Chiemgau drin. Schorle, auch aus der Region. Joghurtdrink, auch aus der Region. Schimmelkäse, auch aus der Region. Und so weiter. Oberbayern zeigt, was es kann. Bisher wirkt das alles wie eine große Marketingveranstaltung. Mit immerhin 261 Majestäten. Von denen sind, wenn ich richtig gezählt habe, nur drei männlich. Es geht im Schiff auf die Herreninsel. Die Männer in der Gruppe sind Partner der Majestäten, ihre Väter oder Fans. Sie kommen aus ganz Deutschland. Die meisten Orte habe ich noch nie gehört. Hügelsheim, Nenzenheim, Bad Bevensen und so weiter. Und dann sind wir da. Hallo, servus auf der Herreninsel! Auf der Urlaubsinsel von König Ludwig, dem wohl größten bayerischen Markenbotschafter ever. Ich komme mit zwei Hoheiten aus Norddeutschland ins Gespräch, Henriette und Fenja. Henriette, links im Bild, ist Kornprinzessin, Fenja Kohlregentin. Mich interessiert ja, warum man Königin wird oder Prinzessin in deinem Fall. Ja, warum wird man das? Bei mir war es tatsächlich so, als ich ein kleines Kind war, habe ich das irgendwann mal gesehen, dass es sowas gibt. Und da meinte ich zu meinen Eltern, irgendwann werde ich mal kommen, Prinzessin. Aber eher so als Witz und irgendwann war ich es dann tatsächlich. Ich frage sie, wie wichtig ihr ihre Heimat ist. Also ich bin mittlerweile in die nächstgrößte Stadt gezogen, aber ich kann mir nicht vorstellen, aus der Region wegzuziehen. Ich fahre gefühlt jedes Wochenende noch zu meinen Eltern nach Hause, verbringe da jeden Sommer. Wie war das bei dir? Ja, ich sag immer ganz liebevoll, mehr Heimatliebe geht nicht, als Dithmarscher Kohlregentin zu werden. Dithmarschen, lerne ich, ist das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet Europas. Und es wird sich auch mal so ein bisschen lustig gemacht über uns, die Dithmarscher Kohlköppe. Ja. Aber eigentlich ist es eine total coole Sache und ich lebe total dafür. Und mir ist das Thema Landwirtschaft auch allgemein total wichtig. Mich fasziniert das. So viel Liebe für Lebensmittel und die eigene Heimat habe ich selten erlebt. Jetzt müssen die Hoheiten aber erstmal auf ein Foto gepackt werden. Gar nicht so einfach. Der Weinhit aus dem Moseltal, den werden wir an diesem Wochenende gefühlt noch 80 Mal hören. Als das Foto im Kasten ist, setze ich mich mit Caro kurz in den Schatten. Ich find's sehr schön, dass die Leute alle so stolz auf ihre Region sind und dass die Leute sehr schwärmen über die Gegend, aus der sie stammen. Das ist so ein bisschen der Kern der ganzen Sache eigentlich, oder? Ja, definitiv. Dass so Regionen sich präsentieren, die man vielleicht sonst nicht so sofort kennt. Also der Heimatstolz ist da ganz vorne mit dabei, auf alle Fälle. Was würdest du sagen, ist das Schönste an Rottal? Einfach die Landschaft. Die Hügellandschaft ganz am Morgen, wenn dann der Nebel noch schön drinnen hängt in den Tälern und dann die Sonne langsam durchbricht. Also das ist einfach ein Traum. Kannst du dir vorstellen, woanders zu leben? Dauerhaft glaube ich nicht. Für kürzere Zeit vielleicht, aber also gut, wir bauen ja sowieso nächstes Jahr im Rottal in. Ihr baut euch ein Haus? Wir bauen unser Haus, ja. Ich habe das Gefühl, dass das bei allen hier ähnlich ist.
Man kommt aus einem eher kleinen Ort und hat kein Bedürfnis, woanders zu leben. Ich kann das schwer nachvollziehen. Ich habe schon 5-mal den Ort gewechselt und immer noch nicht das Gefühl, da angekommen zu sein, wo ich für immer bleibe. Aber ich muss zugeben, mich macht das ein bisschen neidisch. Nur, warum ist das Männer-Frauen-Verhältnis so unausgeglichen? Ich spreche nochmal mit Fenja und Henriette. Ich muss euch ja mal gestehen, dass ich so gewisse Vorbehalte hatte, bevor ich hierher kam. Ich finde es eine seltsame Konstruktion, dass fast immer Männer, die irgendwas in dem Ort zu sagen haben, eine junge Frau wählen und ihr so eine Schärpe umlegen und dann Fotos mit ihr machen ein Jahr lang. Ich finde, das hat irgendwie was Komisches. Ja. Habt ihr euch zu dem Thema mal Gedanken gemacht? Eigentlich gar nicht. Also es gibt ja auch männliche Hoheiten, es gibt ja auch Prinzen oder Könige. Also eigentlich habe ich mir da nie so richtig Gedanken zu gemacht. Ich auch nicht. Ich glaube, es ist einfach so, dass eher so in unserem Alter eher Mädels Lust auf ein Ehrenamt haben. Ich glaube, dass es halt hauptsächlich daran liegt. Ja, oder zumindest aber auf diese Art von Ehrenamt. Da kann ich eigentlich für viele von uns sprechen, dass man doch sehr profitiert, auch durch dieses Amt persönlich. Dass man wirklich viel offener wird, viel selbstbewusster. Die Prinzen und Könige in Deutschland kann man an 2 Händen abzählen. Offenbar teilen die Hoheiten meine Bedenken nicht. Dabei fallen mir über den Tag immer wieder solche Situationen auf. Ich bin Reinhard. Reinhard? Mit ja. DT hin? Nein, ohne. Das könnte ich mir nicht leisten. Ja, war schon ausverkauft. Der Reinhard, herzlichst. Herzlich. Da, guck mal, da kommen die beiden. Hier kommen schon mal 2 in der Bierrede. Ah, hallo. Das ist schön, wenn man jemanden aus der Heimat trifft. Das war jetzt immer. Anyway, jetzt geht's erstmal zurück aufs Schiff. Für ein Abendessen und dann eine große Rundfahrt. Karl-Heinz Kaas, ein pensionierter Fußballreporter, stellt jede Königin einzeln vor. Annalena Brunner ist 2019 zur Dittfurter Siebentäler-Königin gewählt worden. Heuer leider muss sie sich verabschieden, die Amtszeit endet. Aber schön, dass du da bist, Annalena. Servus! Es gibt Wein und Wurst. Caro trifft ihre Freundin Raffaela, eine Apfelkönigin. Und langsam steigt die Stimmung. Jetzt geht's hier aber ab. Sie ist aufgesprungen. Eine wunderbare Krone hat sie auf. Die haben die meisten Fans dabei. Die versenken uns das Schiff hier, Kapitän. Die Königinnen aus Sachsen und Schwaben, Holstein und Hessen verschwestern sich. Und ich muss sagen, einen so großen Bock auf Party habe ich selten gesehen. Viele Kisten Wein und Bier später landet die Truppe dann musikalisch an dem Ort, auf den man sich in ganz Deutschland einigen kann. Auf dem Ballermann. Schatzi, schenk mir ein Foto. Leute, das Schiff schwankt. Und wie das leider so ist, wenn alle ordentlich getankt haben, werden ein paar der Typen ziemlich touchy. Na gut, nicht nur Typen. Aber insgesamt ein echt schöner Abend. Ich merke, dass all diese Menschen was verbindet, obwohl die aus den verschiedensten Regionen Deutschlands kommen und sich alle vorher nicht kannten. Ich glaube, es ist so eine Identität, aus einem kleinen Ort zu kommen, den niemand außerhalb kennt und diese Heimat einfach zu lieben. Ich finde das schön. Und hier geht jetzt die nächste Party-Rakete ab. Tag 2, 11 Uhr, Treffpunkt in der Innenstadt von Traunstein. Oh, ich höre schon wieder das Mosellied. Oh Mosella. Oh Mosella. Fern, so fern dem Heimatland. Dann startet der Umzug quer durch die Stadt, nach Bundesländern sortiert, zu einem Empfang beim Bürgermeister. Mein Herz
Außer ihm dürfen heute genau drei Leute eine Rede halten. Die hier. Genau, die Männer. Aber erstmal gibt's ein Foto. Ihr dürft zu euch näher zu mir kommen, da habe ich nichts dagegen an der Stelle. Und dann kommt das Highlight. Der Landtagsabgeordnete Klaus Steiner, höchste Lokalprominenz von der CSU. Und er hat einen besonderen Tipp für die jungen Frauen. Sie sind sicher auf der Suche heute Abend nach solchen Prinzen. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und ich hätte noch eine Empfehlung für heute Abend. Erscheinen Sie einfach im Bikini oder im String, dann wird es kühler, aber die meisten werden so ausgestattet sein. Okay, wow. Gehört das einfach dazu, solche Sprüche? Draußen treffe ich Caro und Raffaela wieder. Ja, darüber wollten wir gerne mit euch reden. Ja, ist furchtbar. Ganz schlimm, oder? Ja, erzählt mal, das mit dem Bikini. Das war nicht gut. Also sexistischer geht es eigentlich aktuell dann, glaube ich, nicht mehr. Nein, also ich habe erst zweimal hören müssen, ob ich wirklich richtig gehört habe, dass er das jetzt gerade gesagt hat. Weil ich finde, mit so einer Menge an Königinnen, an Frauen, die wo eigentlich das freiwillig alles machen, so einen Kommentar loszulassen, fand ich brutal. Also das geht eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir danach schon gedacht, ja, das ist wahrscheinlich einer vom alten Schlag, weil von denen her ist das am meisten. So junge, daran sie das glaube ich gar nicht mehr trauen. Also ich hoffe, es war vielleicht als Scherz gemeint. Es war sicher als Scherz gemeint. Aber ja, es ist halt einfach komplett in die falsche Richtung gegangen. Ja, das geht halt gar nicht. Und dann braucht man sich nicht wundern, wie, dass man keine Nachfolgerinnen oder so kriegt. Ja, es ist oft einmal so, dass die vielleicht dann einmal ein bisschen beherzt auch hip gelangen. Oder hip abgegangen, wenn man so was sagt. Ist mir auch schon passiert. Lass ich mir aber nicht gefallen, ich habe das dann direkt zu einem gesagt, dass das sowas von respektlos ist. Sage ich, das braucht er und soll er auch in Zukunft bitte nicht mehr machen. Und dann kommen sie doch noch. Die Geschichten von Zupackern, Angrabschern und anderen schmierigen Würdenträgern. Scheint wohl doch keine Ausnahme zu sein. Und wie bestellt unterbricht uns dieser Mann, der einfach ungefragt Fotos von Raffaela und Caro macht. Autogrammjäger. Autogrammjäger? Ja, wollen wir das Autogramm sammeln. Dann brauchen sie Autogramm und kein Foto. Bitte? Dann brauchen sie Autogramm und kein Foto. Ja, ich muss ja das Bild von Ihnen da zugehörigen Damen noch machen. Ah. So. Wie auch immer, ich suche den Veranstalter. Ich will wissen, wie er den Kommentar des CSU-Politikers fand. Mir ist was aufgefallen, oder einigen anderen Königen ist auch was aufgefallen. Und zwar der Herr Steiner, der Landtagsabgeordnete. Ja. Der hat so einen Kommentar in seiner Rede gemacht. Der hat gesagt, dass die Hoheiten doch bitte heute Abend im Bikini und im String kommen sollen, um die ganzen Traumprinzen aus der Gegend zu treffen. Nein, ich glaube, das war eine zweifache Anspürung. Einmal, weil man in ein Gewächshaus ist und da ist es sehr warm. Das zweite Mal, um die jungen Männer anzuziehen. Okay, und also ich habe jetzt mit einigen Königinnen gesprochen, die den Spruch unter aller Sau fanden. Den kann man jetzt sehen, wie man will. Man muss ihn nicht bringen, den Spruch, ist klar, aber nein, wir in Bayern singen das jetzt eher nicht. Aber ich habe gerade mit zwei Bayerinnen gesprochen, die das ziemlich daneben fanden. Dann ist es in Ordnung, dass sie das daneben finden. Aber finden Sie, dass da eine Entschuldigung vielleicht fällig wäre oder so? Der ist nicht mehr da, der muss sich nicht entschuldigen. Der ist vorne. Aber Sie sind ja der Veranstalter. Ich komme ja nicht für einen Fremden entschuldigen. Also ich hätte es nicht gesagt, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn ich jetzt sage, das ist euer, nicht ich. Irgendwie gehört es in Bayern halt doch oft noch zum guten Ton, dass man solche Sprüche reißt. Und wenn sich jemand beleidigt fühlt, dann ist derjenige oder diejenige halt selber schuld. Und dann komme ich noch ins Gespräch mit Matthias Röper. Er ist der Chef des Vereins Deutsche Königinnen, quasi der Erfinder der ganzen Idee. Warum ist die immer noch zeitgemäß? Es ist halt analoges Marketing. Es ist persönliches Marketing. Und die Damen, die jungen Frauen, die leben das auch. Die stehen nämlich für ihre Heimat, für ihre Region. Das ist persönlich und authentisch. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Damit wird natürlich auch suggeriert, dass zum Beispiel das Produkt höherwertig ist. Warum sind es denn fast alles junge Frauen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Weil man sagt, Prinzessin ist was für Frauen und Königin auch. Und es gibt auch ein paar Männer, aber ich sag's mal so, vielleicht sind Männer nicht so attraktiv. Vielleicht sind Frauen auch kommunikativer als Männer. Mhm. Das weibliche Wesen ist ja dann nicht so harsch manchmal. Ne? Haben Sie vorhin die Rede von Klaus Steiner gehört?
Dem Abgeordneten? Ja. Ja, leider. Ist Ihnen da was aufgefallen? Ja. Was denn? Wo er anfing mit den Strings und so, da dachte ich mir, was erzählt denn der da für eine Scheiße? Ne? Also das geht gar nicht. Ne? Ich wollte es nicht ansprechen hier. Also bitte nicht. Also ich muss echt sagen, das geht nicht. Ne? Definitiv. Überhaupt nicht. Ne? Na immerhin. Wenigstens ein Mann hier, der klare Kante zeigt. Die Königinnen müssen weiter zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. In einer kurzen Pause hat sich Caro auf dem Markt noch ein Souvenir besorgt, ein geschnitztes Schild. Es zeigt das Wort, auf das sich hier wohl alle einigen können. Um trinken zu vergessen, rauchen, um uns zu erinnern, der Himmel war noch nie so klar. Gestern war ich ehrlich gesagt total gerührt, weil ich gemerkt habe, wie viel Leidenschaft und wie viel Arbeit diese Königinnen in ihr Ehrenamt reinstecken. Und auch wie unverkrampft die sich und ihre Herkunftsregionen einfach feiern können. Heute kam dann noch ein zweites Gefühl dazu leider, und zwar Schrecken darüber, wie viel sexistischen Scheiß sie sich anhören müssen, auch heute noch. Aber ich habe deswegen eigentlich nur noch mehr Respekt, weil nicht mal solche Sprüche denen ihre Leidenschaft schlecht machen können. Ich will nicht in die Großstadt. Schaut doch mal bei unseren Kolleginnen von Ultraviolett vorbei. In deren neuen Film geht es um das Thema Gehalt. Wie können wir uns besser auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten?